Bewegen können sich die Sportler der deutschen paralympischen und olympischen Mannschaft auch in der neuen Modelinie des Sportausstatters Adidas. In Düsseldorf wurden auf dem Gelände der Messe Düsseldorf die Freizeit- und Abendkleidung der Aktiven vorgestellt. Äußerst sportlich und athletisch. Der erste Motivationsschub Richtung Gold für Deutschland. Ja, es geht heute ein bisschen los, muss ich sagen. Also ab heute ist jetzt so die Spannung, Anspannung auch richtig da und man spürt, man sieht die anderen Athleten, man kann sich so ein bisschen vorbereiten und merkt auch, dass die Euphorie schon immer größer wird. Wenn das schon mal passt, ist auch schon mal der erste Stein gerollt und dann müssen wir nur noch eine Medaille holen. Die Vorfreude steigt natürlich dann schon, wenn man jetzt schon mal die Klamotten anhat und ja, das auf dem Laufsteg hat eigentlich auch relativ viel Spaß gemacht. Wenn man jetzt so die anderen Athleten kennenlernt und so ein paar Geschichten, gerade von den Hockeyspielern, die vor 4 Jahren auch Gold geholt haben, das ist schon... Da will man schon unbedingt hin. Und dann glücklich hinter der Ziellinie zu sein, zusammen in den Armen, im Sambadrom. Die Sachen, die wir zum Beispiel auf dem Podium präsentiert haben, also ganz toll und natürlich steigert das meine Motivation, aufs Podium zu kommen. Chef de Mission und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes Michael Vesper glaubt ans Team, auch wenn es einige Rückschläge bei der Qualifikation zu verkraften gab. Aber insgesamt und unter dem Strich, glaube ich, haben wir eine sehr schlagkräftige und vor allem eine hochmotivierte Mannschaft, die dort nach Rio fährt. Mit über 450 Athletinnen und Athleten voraussichtlich sind wir eine der stärksten Teams, die dort antreten. Und ich hoffe, dass wir auch mit vielen Finalplätzen und auch möglichst vielen Medaillen nach Hause kommen. Eine Homebase wird für die deutsche Mannschaft in Rio das deutsche Haus. Pressekonferenzen, Medaillenpartys und hoffentlich nicht so viel Frustverarbeitung. Fast alles abseits der Spielstätten findet hier statt. Allein das Ambiente ist natürlich in Rio schon etwas Besonderes. Da kommt alles zusammen, da kommt eben Sport zusammen, da kommt ein gewisses Urlaubsgefühl mit dazu und dann die netten Menschen. Das Deutsche Haus ist der Treffpunkt unserer Mannschaft und im Idealfall ist es das Wohnzimmer unserer Athleten. Mit diesen Outfits wird es Medaillen regnen, versichern uns die Sportler hier. Was anderes können sie nicht sagen, sie haben schließlich mitdesignt. Aber im Sport ist vieles möglich. Wie viel Bronze, Silber und Gold unterm Strich stehen wird, wir wissen's nach Rio.